Letzte aus meiner Familie, der jemals Schnitzel sieht. Das war's. Bei dir kann man nicht gewinnen. Also, das ergibt einfach keinen Sinn. So lasse ich mich von niemandem beleidigen. Gibt's noch was? In den letzten 50 Jahren. Can you still sit? Harry war beschäftigt. Ja. Gut, dass das Aufräumteam hier ist. Das ist schlimmer, als ich dachte. Keine Spur von Harry. Er muss hier sein. Genki meinte, dass dort einige Zivilisten eingesperrt sind. Offenbar haben sie es als Unterschlupf genutzt. Wir bringen sie da sicher raus. Wie können es so viele sein? Als würde er eine Armee aufbauen. Laut seiner Aussage versucht er, die Welt zu heilen. In der App gibt es Dutzende von Nachrichten von Leuten aus dem Rathaus. Sie versuchen, aufs Dach zu gelangen. Dann müssen wir den Weg freimachen. Dort oben ist der Notausgang. Na los! Komm schon, Miles! Wir müssen los! Davon hab ich noch mehr! Ich will keinen Druck machen, Jungs, aber es klingt nicht gut da drin. Wir arbeiten dran! Die Luft ist rein. Schaffen wir sie raus. Von dem Ding sei immer noch in ihm. Verstehe. Ich glaube, ich kann es aus ihm rauskriegen, wenn ich zur Quelle gehe. Dann komme ich mit dir. Wie
sieht der Plan aus, Lee? Spider-Man finden. All diese dunkle Materie sollte uns zu ihm führen. Alles klar. Bin unterwegs. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Spider-Mans Geist. Ich habe gesehen, was die Kreaturen den Leuten in der Stadt antun. Sie dringen den Kopf ein, manipulieren deine Wünsche. Neidisch, weil sie kopiert haben? Ich weiß, das ist ein Witz, aber genau das meine ich. Dieses Ding fürchtet aus irgendeinem Grund meine Macht. Und ich, wir, sind die Einzigen, die sein Versteck finden können. Also packen wir es an der Wurzel und Spider-Man ist frei. Das ist der Plan. Also gut. Er hat ihn stärker im Griff, als ich dachte. Also, den Symbionten schwächen, Kontrolle übernehmen und dann Spider-Man retten. Womit fangen wir an? Wir müssen rausfinden, woher sein Schmerz kommt. Komm mit. Ich führe dich an den dunkelsten Ort. Aber ich weiß nicht, was uns dort erwartet. Die Leute, die er gefangen hat. Es ist logisch, dass Spider-Man an diesen Ort denkt. Die meisten von uns sind seinetwegen hier. Er beschützt New York. Ja, aber eine Zelle ist womöglich nicht die Lösung für jedes Problem. Glaubst du, das weiß ich nicht? Hier unten. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube... Miles! Zu sehen. Dann gebe ich mein Bestes. Miles, es kommen mehr. Schon wieder? Na los. Nichts funktioniert. Ich kann sie nicht aufhalten. Wir müssen weiterkämpfen. Alle, die ihr einsperrt, kommen wieder zurück. Sicher frustrierend, Schurken einzubuchten, nur damit sie wieder fliehen und mehr Leid anrichten. Das gehört zum Job. Das weiß er. Was? Ich glaube an die zweite Chance. Waren Sie das? Nein. Der Symbiont, er hat alle getötet. Problem gelöst. Das glaubt Pete aber nicht. Nein, aber er könnte sich so fühlen. All
diese Schurken. Er dachte, echter Anzug ist die Lösung. Das? Ich? Sie haben viel Schmerz verursacht. Diese Schuld werde ich für den Rest meines Lebens zurückzahlen. Da vorne ist was. Ist was da. Mays Haus. Ich habe Pete schon länger nicht nach ihr gefragt. Was ist mit mir los? Wenn man sich von einem Teil seines Lebens einnehmen lässt, vergisst man leicht den Rest. Sieh mal, wer da ist. Komm her. Oh Mann. Das ist sie. Sie ist ihretwegen tot. Ich wollte sie nie verletzen. Dann können Sie es jetzt wieder gut machen. Ich spüre etwas da oben. Ihre Kraft hat denselben Effekt hier drin. Ja. Ich glaub schon. Wir sind wohl bei Fiesen. Mein ganzes Leben hat sich um diesen Ort gedreht. Näher werde ich wahrscheinlich nie wiederkommen, ihn mir anzusehen. Und das verdiene ich auch nicht. Lee, was hat sie angetrieben? Was wollten sie? Rache. Norman Osborn ist schuld, dass meine Eltern tot sind. Also machte ich es mir zum Ziel, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Stattdessen hast du deinen Vater verloren. Peter hat May verloren. Ich war zu stur, um zu erkennen, dass ich das geworden war, was ich hasse. Es tut mir leid, Miles. Da oben. Das ist die Quelle. Wenn wir das beseitigen, können wir ihn vielleicht retten. Muss auch anders gehen. Vielleicht. Eine Option haben wir noch. Wenn ich meine Kraft in den Symbionten leiten kann, könnte ihn das neutralisieren und Peter befreien. Was passiert dann mit ihm? Das werden wir sehen. Denn das meine letzte Gelegenheit ist, Ihnen was zu sagen. Ich verzeihe Ihnen nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann diesen Hass nicht ewig mit mir rumtragen. Also klären wir das. Sie und ich. Bereit? Wie gefällt Ihnen das?
mir die Kräfte nicht eher verliehen. Die sind nützlich. Von mir hast du die nicht. Hab ich nicht? Geschafft. Komm schon, Spider-Man. Miles? Spider-Man! Spider-Man, wach auf! Los! Ich schaff das. Ein neuer Anzug. Oh, was ist das? Miles, was war das denn bitte? Wir und ich haben den Symbionten in dir beseitigt, der noch da war. Um dich zu retten, musste er seine Kraft in dir entladen. Scheint gewirkt zu haben. Warte, ihr arbeitet zusammen? Ich konnte dich doch nicht sterben lassen. Miles, das ist... Langsam reicht ein einfaches Dankeschön nicht mehr aus. Ich weiß. Ist okay. Ich hab ihn nicht verdient. Yeah.
außer versuchen wir es doch nochmal. Ja. Wir haben dich wieder. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich habe Jahre meines Lebens nur an Rache gedacht. Und dadurch alles verloren. Ihr habt mich daran erinnert, dass ich nicht so bin. Hilfst du einem, hilfst du allen. Wo wollen Sie hin? Die Dinge richtig stellen. Auf deine Art. Wow. Deinen größten Gegner zu läutern. Das habe ich noch nie geschafft. Vielleicht hatte MJ recht. Wozu braucht die Stadt mich, wenn sie dich hat? Weißt du, ich glaube, diese Stadt kann gut zwei Spider-Man brauchen. Verschwinden wir von hier. Eine Spur von Harry? Noch nicht. Kam was dazwischen. Ich glaube, Miles hat mich gerade gerettet. Was ist passiert? Es gab noch einen Symbionten in mir. Er hat die Kontrolle übernommen. Aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete, damit du es weißt, ich kann mich nicht so laufen. Ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen. Steht fest. Und meinem Vermieter gekündigt. Und was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerirdisches Ödland verwandelt werden sollte, würde ich mit niemandem lieber im Schleim stecken als mit dir. Oh, geht mir ganz genauso. Halt nach Harry Ausschau. Ich melde mich, wenn ich was höre. Okay, während der Suche nach Harry sollte Spidey auch noch anderen helfen. Ich lass nicht zu, dass euch was passiert! In der Nähe ist ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Ich schulde dir echt was. Danke. Fast geschafft. Und da sind wir. Die Profis übernehmen jetzt. Du bist ein echter Held. Danke.
Dr. Connors? Hallo? Er ist in meinem Labor. Ich muss Miles anrufen und schnell hin. Miles, triff mich in Connors Labor. Ich glaube, Harry ist da und es klingt übel. Bin unterwegs. Beim Central Park gibt es eine Abkürzung zu Connors Labor. Ich muss irgendwie zu Harry durchdringen. Er ist da drin. Ich weiß, ich kann ihn erreichen. Ich hoffe nur, er tut Connors nichts.